Besten Gruß hier aus Brüssel vom Europaparlament. Hinter mir ist schon der Weihnachtsbaum. Die Weihnachtszeit beginnt hier also schon ein bisschen früher. Wir haben wichtige Themen diese Woche hier im Europaparlament. Und eines der Themen zu den SDGs wird tatsächlich hier besprochen. Ich freue mich sehr, dass die entwicklungspolitischen Ziele 2030 der SDGs in Magdeburg aufgerufen werden als Thema. Ich habe gestern Gespräche geführt, auch mit Vertretern der Stadtwerke aus Magdeburg, wo es eben auch um das SDG Klima beispielsweise geht. Und von daher ist aber das Ziel und das Thema SDG Gerechtigkeit, gute Institutionen ein sehr wichtiges Thema. Wir besprechen das in Brüssel und es wird eine Abstimmung geben, dass nämlich Mittel gegeben werden, um auch Sicherheitsinstrumente in anderen Ländern zu unterstützen, dass das Militär unterstützt wird, dass beispielsweise Minenräumung auch erlaubt sein kann für das Militär. Aber hier geht es darum zu ringen, ob man das will, in welcher Form. Dieses Instrument wird jetzt abgestimmt, heute am Donnerstag. Und ich habe mich quergestellt, weil aus meiner Perspektive, wenn man so etwas machen möchte, man wissen muss, wofür das Geld tatsächlich da sein soll. Und dass kein Geld der Entwicklungshilfe genommen wird. Das war das rechtliche Konstrukt, unter dem das aufgesetzt wird. Und ich habe mich durchgesetzt in der eigenen Gruppe gegenüber der CDU-CSU-Fraktion, der heißt hier Europäische Volkspartei, und gleichzeitig auch gegenüber der Kommission und den Mitgliedsländern, dass keine Entwicklungszusammenarbeitsmittel in dieses Feld fließen. Und wir müssen jetzt kreativ sein, das aufzusetzen, dieses Thema, und zu überlegen, wo es Sinn machen könnte, auch Sicherheitssituationen in Ländern zu unterstützen, damit Entwicklungsarbeit dort betrieben werden kann. Inhaltlich arbeiten dazu die deutschen politischen Stiftungen in der ganzen Facette. Wir haben die meisten Büros weltweit als sozusagen politische Stiftungen, die Good Governance, also gute Regierungsführung, unterstützen und aufbauen. Das lohnt durchaus auch, da mal Vertreter einzuladen. In Magdeburg gibt es auch Büros, auch der anderen Stiftungen, der Konrad-Adenauer-Stiftung, der Friedrich-Ebert-Stiftung, der Böll-Stiftung. Und dementsprechend ist das ein wichtiges Thema, was ich hier auch erarbeite. Ich setze mich als Außenpolitiker und als Sicherheitsverteidigungspolitiker dafür ein, dass wir in der Rüstungsexportsituation endlich neue Entwicklung setzen. Aus meiner Perspektive sollten die Rüstungsexporte massiv reduziert werden. Und es kann nicht sein, wenn ein europäisches Land Rüstungen nach Saudi-Arabien beispielsweise liefert, wie Deutschland, und es nicht mehr tut, dass Frankreich dann auf einmal in diese Lücke springt. Das ist keine kohärente auswärtige Politik. Die Mitgliedstaaten sträuben sich, das europäisch anzudenken. Ich will als Parlamentarier im Europaparlament Mitsprache haben und dass die Mitgliedstaaten sich absprechen. Das ist ein langer Weg, ein Kampf, der politisch geführt werden muss. Dafür stehe ich hier als Sachsen-Anhalter, und um gleichzeitig zu zeigen, dass Europa mehr friedenssichere Entwicklungen aufsetzt, zivile Krisenprävention, mehr Diplomatie einbringt, als es das jetzt tut. Und wir aufhören, so viel Rüstung außerhalb Europas zu exportieren und uns, wenn wir das tun, auch absprechen und das aber massiv eingrenzen. Europa ist Friedensnobelpreisträger, und von daher haben wir eine Verantwortung. Ich wünsche gute Diskussion, einen guten, interessanten Film, und freue mich sehr auf die nächsten Gespräche. Ladet mich ein, laden Sie mich ein, wenn es darum geht, das Thema zu vertiefen. Würde mich freuen. Und nun Mats ab, Grüße hier aus Brüssel. Tschüss.